Das ist natürlich eine Frage, die extrem gelinkt ist zum mütterlichen Alter. Ja. Im Kontext der Reproduktion, sei es künstlich oder natürlich, ist der wichtigste Faktor die Eizelle. Ja. Die Eizelle ist wesentlich wichtiger als die Samenzelle. Die Eizellqualität bedingt die Embryoqualität und damit die Erfolgschancen. Alles ist gelingt zum mütterlichen Alter. Je jünger die Frau, die Patientin, desto höher die Chance. Alter ist Eizellqualität. Eizellqualität ist Embryoqualität. Und damit ist die Antwort auf die Frage klar, dass man das natürlich nicht generalisieren kann. Wie viele IVF-Zyklen sind notwendig? Das kann man nur im Rahmen der Altersgruppen beantworten. Eine Garantie gibt es nicht. Ja? Auch eine junge Frau kann einen nicht zu spezifizierenden Faktor haben, der bedingt, dass 3, 4, 5 IVF-Zyklen ohne Erfolg durchgeführt werden. Aber wie schon eingangs gesagt, als Grundregel sollte man sich merken, dass nach 3 bis 4 IVF-Zyklen, die Embryontransfers produzieren, man zu einem Plateau kommt und die Chancen sich messbar nicht erhöhen. Ja? Aber es ist keine Mathematik. Man kann leider nicht sagen, nach 3, 4 oder 5 Zyklen ist man dann am Ziel. Ein Beispiel: eine Patientin, die mit 44 Jahren eine IVF macht, Eizellen produziert und dann vielleicht Embryon transferiert, einen Blastozysten, das ist schon sehr unwahrscheinlich, oder 2 Embryonen am Tag 3, hat zwischen 5 bis 10% positiven Schwangerschaftstest. Eine Patientin, die dasselbe mit 30 macht, ja, hat 60% Schwangerschaftsrate. Und das macht klar, dass der Altersfaktor, das Alter der Patientin, da die Rahmenbedingungen und Limitationen vorgibt.